Das Thema Entgelt haben wir in 4 Punkten abgeschlossen in dieser Tarifrunde. Das erste ist, dass die Dualstudierenden der DHBW erstmalig in den Entgelttarifverträgen dabei sind. Dazu hört ihr mehr in einem weiteren Video. Als zweites haben wir einen Tarifvertrag zum Thema Corona-Beihilfe, die sogenannte Corona-Prämie, abgeschlossen. Das sind 500 Euro, die bis Juni ausgezahlt werden müssen. Für Azubis sind es 300. Daneben haben wir als drittes unseren neuen Kernbaustein, den Trafo-Baustein. Der Trafo-Baustein ist eine weitere betriebliche Sonderzahlung, die erstmalig im Februar 2022 ausbezahlt wird. Sie beträgt dann 18,4% eines Monatsverdienstes. Im darauffolgenden Jahr steigt sie an auf 27,6% eines Monatsverdienstes und bleibt auch dauerhaft bei diesem Prozentsatz. Die Differenzierung des Zusatzbeitrages, der sogenannte ZUB, der wird in diesem Jahr automatisch verschoben auf Oktober. Wenn eine schlechte wirtschaftliche Situation im Betrieb vorherrscht, wird der ZUB automatisch wegfallen. Mit diesem Abschluss und den neuen Entgeltkomponenten konnten wir unsere Forderung nach zu einem Entgeltstabilisierung und zum anderen Beschäftigungssicherung umsetzen. Der Trafo-Baustein ist das Kernstück und kann genau für diese beiden Komponenten genutzt werden. Unsere Entgelttarifverträge laufen bis zum 30. September 2022. Die nächste Tarifrunde steht damit schon vor der Tür. Darauf müssen wir uns vorbereiten und das können wir nur gemeinsam mit dir. Also werde auch du Mitglied und sichere dir die Ansprüche aus den Tarifverträgen.